Moin moin zusammen, heute für euch ein Video zum Krieger. Skillerklärung, kleiner Guide, was ist zu beachten, das erfahrt ihr nach dem Intro. Fangen wir mit ein paar einleitenden Worten an. Der Krieger ist ein Tank, der sich super als Main Tank eignet. Er hat sehr, sehr viel Self-Heal und kann dann gleichzeitig sogar eine andere Person noch mit zusätzlich heilen. Und das macht es für die Heiler sehr, sehr angenehm, mit einem Krieger als Main Tank zu spielen. Dadurch, dass er sich halt selber mit hochheilt, haben halt die Heiler weniger zu tun und können dann gleichzeitig mehr Schaden an den Boss bringen. Fangen wir wie immer erstmal mit der AOE-Rote an. Da hätten wir Keilrodung. Keilrodung ist der AOE-Skill, der kegelförmig nach vorne weggeht, und unser Startskill für die AOE-Kombo. Das ist im Vergleich zu allen anderen Tanks ein bisschen kniffliger, gerade wenn man mehrere Gegner pullen möchte, da der nicht kreisrund um euch herum geht, sondern wie gesagt im Kegel. Da muss man noch ein bisschen besser zielen, um dann auch alle Adds pullen zu können. Der Follower davon ist das Mithril-Gewitter, der geht wieder kreisrund und verlängert euren Sturmbrecher um 30 Sekunden. Was der Sturmbrecher genau ist, dazu kommen wir gleich noch. Als nächstes hätten wir die Kreiselklinge. Die Kreiselklinge, dafür braucht ihr euren Jobbalken. Da erkläre ich gleich an der Single-Target-Route auch nochmal mehr zu. Auf jeden Fall verändert dieser Skill sich auf Level 60 zu dezimieren. Und wenn ihr unter dem Einfluss von Sartus Chaos steht, dann ändert dieser Skill sich zu Chaos-Klinge. Was das Ganze zu bedeuten hat, dazu auch später mehr. Kommen wir als nächstes zur Single-Target-Route. Wir haben hier zwei verschiedene Kombos. Das erste ist gewaltiger Hieb, Verstümmelung und Sturmkeil. Sturmkeil selber hat LP-Regeneration da drauf mit einem Heilpotenzial von 250. Zusätzlich haben wir den Urkraftbalken hier mit 20 gefüllt, sobald wir den ausführen. Die zweite Kombo ist gewaltiger Hieb, Verstümmelung und Sturmbrecher. Sturmbrecher löst auch den Buff Sturmbrecher aus, der den ausgeteilten Schaden um 10% erhöht für 30 Sekunden. Das Ganze ist verlängerbar bis maximal 60 Sekunden. Und da schließt sich wieder der Kreis zum Mithril-Gewitter. Mithril-Gewitter verlängert den Sturmbrecher nämlich um 30 Sekunden. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal gut zu wissen für uns. Hier auch nochmal dazu gesagt, der Kraftbalken füllt sich hier auch um 20. Bei Sturmbrecher allerdings nur um 10. So, ich werde die Skillsets erstmal aufteilen in offensive und defensive Skills. Und dementsprechend schauen wir uns zuerst die offensiven Skills an. Ich werde hier einige Skills skippen, aufgrund dessen, dass die später nochmal in einer verstärkten Variante dazukommen. Ich sage das dann aber explizit nochmal mit dabei. Wir haben hier auf unserer Leiste die Tollwut. Die kommt später, aufgrund dessen, dass die sich nochmal verstärkt. Dann haben wir hier das Tomahawk, das ist unser Fernkampfangriff mit einem Attackwert von 140, erhöht die Feindseligkeit. Wie immer nur zu spielen, wenn ihr weg seid vom Boss und gerade nicht rankommt. Oder wenn ihr irgendwelche Gegner pullen wollt. Dann haben wir als nächstes das Tier in dir. Das verstärkt sich zu Niedermähen. Das ist unser erster Skill, mit dem wir unseren Jobbalken brauchen. 50 Urkraftbalken kostet der Skill. Und zusätzlich verändert dieser Skill sich nochmal, wenn wir unter dem Einfluss von Sartus Chaos stehen. Das Ganze hat einen Attackwert von 590, ist also ziemlich stark. Schlachtruf, wir haben den jetzt gerade extra geskippt. Schlachtruf ist ein Skill, der unseren Urkraftbalken um 50 erhöht. Wir können davon zwei Aufladungen haben und das Ganze lädt sich alle 60 Sekunden auf. Zusätzlich bekommen wir, wenn wir Schlachtruf einsetzen, Sartus Chaos. Und da haben wir diesen Zustand. Wir haben jetzt gesehen, bei Niedermähen und bei Dezimieren ist ein Sonderkommando verfügbar, wenn wir unter dem Einfluss Sartus Chaos stehen. Da schauen wir uns das hier unten mal an. Wir haben zum einen die Chaosklinge, die den Ursprung beim Dezimieren hat, also unser AOE-Angriff. Und wir haben Inneres Chaos, was den Ursprung bei Niedermähen hat. Das heißt, setze ich nun Schlachtruf ein und fülle damit meinen Balken um 50 Wut, wird Niedermähen zu Inneres Chaos und Dezimieren zu Chaosklinge. Wie ihr seht, Inneres Chaos hat jetzt einen Attackwert von 920, was natürlich deutlich höher ist als 590. Als kleiner Zusatz noch, verkürzen wir die Reaktivierungszeit von Schlachtruf um 5 Sekunden. Das Ganze kostet auch wie der ursprüngliche Skill 50 von unserem Jobbalken, dementsprechend bleibt das gleich.
Auf Stufe 62 bekommen wir den Sturmlauf dazu. Der Sturmlauf ist ein Jump an den Gegner ran, so wie es die anderen Tanks auch alle haben. Einziger Unterschied ist, der Warrior, der Krieger, ist der einzige von den ganzen Tanks, der da keine Aufladung oder sonstiges hat, sondern der seinen Jobbalken dafür verwenden muss. Ähnlich wie der Samurai. Das Ganze hat eine Reaktivierungszeit von 10 Sekunden und wir brauchen dafür 20 Urkraftbalken. Last but not least, die Urbefreiung. Die verstärkte Variante der Tollwut, die wir am Anfang gesehen haben. Wenn wir die Urbefreiung spielen, bekommen wir einen Buff über 10 Sekunden, in dem alle unsere Attacken kritisch und direkt treffen. Zusätzlich können wir nicht betäubt werden, wir können nicht eingeschläfert werden, nicht gefesselt und kein Gewicht auf uns. Und wir können nicht zurückgestoßen oder herangezogen werden. Zusätzlich verlängert der Skill die Wirkungsdauer von Sturmbrecher um 15 Sekunden. Also ist das auf jeden Fall der Skill, den wir spielen müssen, bevor wir in unseren Main Damage reingehen. Ja, das wäre es erstmal zu den offensiven Skills. Kommen wir nun zu den defensiven Skills, die auf jeden Fall nicht so überschaubar sind wie die offensiven. Wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, dass sich da einige Skills auch noch zu einer stärkeren Variante umändern, haben wir da eigentlich gar nicht mal so viele. Stufe 10 Verteidiger, das ist die Tank Stance, so wie jeder Tank. Auf Stufe 30 bekommen wir den Kampfrausch, wo wir unsere maximalen LP um 20% erhöhen. Zusätzlich auf uns gewirkte Heilmagie ist um 20% erhöht und das Ganze für 10 Sekunden. Ein sehr nicer Skill, gerade dann, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt eine riesen Ad-Gruppe am Arsch, da kann man den gut und gerne ziehen. Der nächste Skill ist Rachsucht, verringert unseren Schaden um 30%, also ein ganz normaler Death-CD, mit dem Unterschied, dass der erlittene physische Schaden, der in der Zeit reinkommt, mit einem Attack-Wert von 55 zurückgeworfen wird. Das Ganze hält 15 Sekunden, also ist ähnlich wie die Skills der anderen Tanks, mit dem einzigen Unterschied ist, dass wir hier einen Teil des Schadens auch noch zurückwerfen. Stufe 42, Holmgang. Das ist der Inwollen des Kriegers, den wir tatsächlich schon sehr, sehr früh hier bekommen, auf 42. Und das ist auch der Skill, der die kürzeste Reaktivierungszeit von allen hat, was den Inwollen angeht. Wir haben bei dem Inwollen die Besonderheit, dass den Gegner, den wir anvisiert haben, auch gleichzeitig bewegungsunfähig machen. Schaden kann trotzdem weiterhin ganz normal auf uns einprasseln, allerdings können unsere LP nicht unter 1 fallen. Die Heiler müssen also dementsprechend nach der Wirkungszeit von 8 Sekunden uns trotzdem noch wieder hochheilen. Im Gegensatz zum Pala, wo jeglicher Schaden einfach ins Nichts reinläuft. Als nächsten Skill haben wir Urinstinkt. Urinstinkt verringert den Schaden um 20% für 6 Sekunden. Eine Reaktivierungszeit von 25 Sekunden. Manko daran ist, wir teilen uns den Reaktivierungstimer zusammen mit Urflackern. Wir überspringen jetzt mal hier ein bisschen und schauen uns zuerst mal Urflackern an. Urflackern ist ein Skill, wo ich mir selber den Buff Urflackern geben kann. Und wenn ich ein Partymitglied ausgewählt habe, während ich den Skill einsetze, ihm den Buff Urglimmen gegeben habe. Wenn ich also innerhalb der nächsten 6 Sekunden erfolgreich eine Attacke ausführe oder mehrere Attacken ausführe, bekomme ich pro Attacke, die ich ausgeführt habe, LP-Regeneration und derjenige, der Urglimm drauf hat, bekommt 50% dessen, was ich bekomme. Zusätzlich ist der Schaden, der innerhalb dieser Zeit reinkommt, um 10% verringert. Dieser Skill ist natürlich deutlich nützlicher und deutlich besser als Urinstinkt zu nutzen. Daher ist in den meisten Fällen so, dass man eher das Urflackern nutzt als den Urinstinkt. Equilibrium ist ein Standardskill, der mich um 1200 Heilpotenzial heilt, hat eine Reaktivierungszeit von 60 Sekunden. Als letzten defensiven Skill haben wir Abschütteln. Abschütteln selber erschafft eine Barriere um zu 15% unserer maximalen LP, um uns und um unsere Gruppenmitglieder. Zusätzlich, wenn ich unter dem Einfluss von Kampfrausch, Rachsucht oder Urinstinkt stehe, werden diese Effekte runtergenommen und die Barriere um jeweils 2% erhöht. Ich rate dazu, den Skill nicht unbedingt einzusetzen, wenn man unter diesen Buffs steht, weil man die Buffs ja auch schon bewusst aktiv hält. Von daher würde ich jetzt gerade nicht unbedingt den Kampfrausch unterbrechen, um 2% mehr Schild für die Gruppe zu bekommen. Es lohnt sich halt wirklich nicht. Das Ganze hat eine Reaktivierungszeit von 90 Sekunden, kann man so als Dev-CD halt sehr, sehr gut mal spielen.
Ja, so oder so ähnlich könnte das Ganze aussehen. Ihr solltet als allererstes gucken, dass ihr euren Attack-Wert erhöht, indem ihr die Rota mit Sturmbrecher einsetzt. Dann Schlachtruf einsetzen, um dann inneres Chaos rauszuhauen. Dann als nächstes eure Urbefreiung. Dann könnt ihr die ganze Zeit niedermähen, durchspammen und den Umsturz zwischenhauen, bis dann der Buff ausgelaufen ist. Und dann nochmal als nächstes den Schlachtruf wieder rein. Nochmal inneres Chaos und dann fahrt ihr eure Dreier-Rota, die Standard-Rota ohne Sturmbrecher durch und versucht da irgendwo einen Rhythmus drin zu finden. Ja, was das Ganze defensiv angeht, solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr euer Urflackern relativ auf Cooldown haltet, immer dann, wenn es halt Sinn macht und eure Anzahl an Dev-CDs, die ja nicht gerade gering sind, auch nutzt. Ne? Immer wieder auch den Skill nutzen, wo eure LP erhöht werden und und die reinkommende Heilung auch erhöht wird, das macht es auf jeden Fall euch und euren Heilern, mit denen ihr zusammenspielt, nur umso leichter. Ja, das war's von meiner Seite aus zum Krieger. Der Krieger ist auf jeden Fall ein Tank, der super viel Spaß macht. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dass ihr mit dem genauso viel Spaß haben könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und drückt den Abo-Button. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. We'll be right back.